Das Ding. Der Riese sah fast menschlich aus, ganz so wie eine Kreidezeichnung eines Kindes, fast wie ein Pferd aussehen konnte. Alles war irgendwie da, aber die Proportionen passten einfach nicht zueinander. Es war etwa 2,10 Meter groß, selbst mit der deutlich gekrümmten Wirbelsäule und dem Buckel. Sein Körper war unmenschlich breit, wie ein aufrecht stehender Grizzlybär. Die aschgrauen Hände waren behaart und bestanden aus Fingern, die wie Würste aussahen und Nägel, die durch Blutergüsse schwarz gefärbt waren. Während er den Vorschlaghammer über den Bürgersteig zog, bewegte er sich mit einem arithmetischen Gang, als ob er noch lernte, auf zwei unterschiedlich großen Beinen zu laufen. Wie eine Chimäre aus den alten Geschichten bestand diese Kreatur, die immer näher rückte, aus ungleichen Teilen. Der Kopf kam nicht annähernd an etwas entfernt Menschliches heran, aber sein Gesicht hat sich ins Innerste meines Gedächtnisses eingebrannt. So tief, dass keine Therapie mich das jemals vergessen lassen würde. Das Gesicht, wenn man es so nennen kann, war mit schwarzen Schuppen bedeckt und bestand aus einer länglichen Schnauze, die den Oberkiefer bildete. Der Unterkiefer war etwa gleich lang und mit einem alligatorartigen Gelenk mit dem Rest verbunden. Elfenbeinhauer wuchsen in alle Richtungen aus dem Maul. Wenn das Monster irgendwelche Augen hatte, konnte ich sie nicht sehen. Das lippenlose Maul hing offen und enthüllte eine nasse Zunge, die sich in den zerklüfteten Zahnreihen verfangen hatte. Die Zähne waren wie ein Krebsgeschwür gewachsen und es gab keine Möglichkeit, dass sich das Maul jemals schließen konnte, ohne das Zahnfleisch in Stücke zu reißen. Ich weiß nicht, wie es gegessen hat und ich wollte es nicht herausfinden. Das Geräusch, das aus seinem Innern kam, war ein keuchendes Gurgeln, beständig mit jedem flachen Atemzug. Ich kann nicht verstehen, warum sich jemand die Mühe gemacht hatte, ihm Kleidung anzuziehen, selbst wenn mein Leben davon abhängen würde. Er trug einen extra langen schwarzen Kittel, darunter ein langärmeliger blauer Overall und an den Füßen hatte er ein neues Paar riesiger schwarzer taktischer Stiefel. Es lag eine Art Nebel über der Kreatur und als sie näher kam, wurde mir klar, dass die summende Wolke um ihr Gesicht herum eigentlich ein dichter Schwarm von Fliegen war. Infizierte Geschwüre an seinem Hals waren voller zappelnder Maden und mir wurde schwindelig, als ich versuchte zu ergründen, was ich da sah. Das muss das gewesen sein, woran die Leute gedacht hatten, als sie das Wort Abscheulichkeit erfunden hatten. Ich hielt meine Beretta ruhig und wartete darauf, dass das Ding losstürmte. So wie das Ding in der Bowlingbahn und auf dem Friedhof gerannt ist, hatte ich wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur den Bruchteil einer Sekunde, um es auszuschalten. Die Waffe war auf das Massenzentrum, seine Brust gerichtet, wo ich direkt eine Gruppe von Einschusslöchern bemerkte, die den Overall schwarz gefärbt hatten. Sieht so aus, als hätte ich ihn schon getroffen. Was auch immer dieses Ding war, meine erbärmlichen 9mm würde nicht mehr zustande bringen, als es zu nerven. Aber zu diesem Zeitpunkt war Wegrennen einfach keine Option mehr. Weder einmal hatte ich das vertraute Gefühl, auf einem Präsentierteller zu sitzen. Denk nach, dir läuft die Zeit davon. Option? Wegrennen? Verstecken? Nein. Nein, dafür ist es zu spät. Erschießen. Das Ding hat es bereits 4-mal in die Brust erwischt, bevor du es vom Auto abschütteln konntest. Das wird nicht einfach nach ein paar weiteren verrecken. Es sei denn, Kopfschuss. Könnte funktionieren. Versuche es zu entwaffnen? Auf die Hände schießen? Auch valide Option, aber auch ohne den Hammer wäre ein Schlag von diesem Ding, als würde man von einem LKW überfahren werden. Ich muss es aufhalten. Aufhalten. Das ist die Idee. Ich kann meinen Abstand zum Hammer halten, aber nur wenn dieses Ding nicht losrennt. Ich richtete die Waffe auf sein Knie und feuerte 6 Schüsse in schneller Folge ab. Die Fliegenwolke flog beim ersten Aufprall auseinander und die Kreatur blieb stehen. Aber sie ging nicht in die Knie. Sie stand still. Das ausdruckslose Reptiliengesicht starrte mich an. Ich wartete ab. Nach einer winzigen Ewigkeit verlagerte das Ding sein Gewicht auf das gute Bein und hob das Verletzte an, bewegte es ungeschickt nach vorne und setzte es ab. Ich hielt den Atem an und beobachtete, wie es die Stabilität des verletzten Körperteils testete. Dann zog es seine metallische Waffe weiter nach vorne und bewegte sein anderes Bein. Es hatte gerade einen weiteren Schritt getan und all diese Schüsse hatten erfolgreich einen Scheiß bewirkt. Die Wolke aus Fliegen war wieder zum Monster zurückgekehrt und ich bereitete mich darauf vor, kämpfend unterzugehen. Wenn es einen Grund gibt, warum Gott beschlossen hat, mich nicht sofort dann und dort sterben zu lassen, weiß ich nicht, was das für einer sein könnte. Ich bin kein guter Mensch.
Ich habe in meiner Zeit auf dieser Erde kaum etwas getan, damit mich jemand vermissen würde. Aber was auch immer der Grund war, das war nicht der Moment, in dem ich mich meinen Schöpfer stellen musste. Die teilweise Taubheit durch die Schüsse in Verbindung mit meiner Fokussierung auf das Ding hatte dazu geführt, dass ich den schwarzen Lieferwagen erst bemerkte, als er mir vorbeigefahren und mit quietschenden Reifen zum Stehen gekommen war. Ich habe nicht gesehen, woher die Rauchgranate gekommen war, aber der Parkplatz wurde in Sekundenschnelle von dickem Grau verschluckt. Das Letzte, was meine Augen sehen konnten, war, dass der Riese mit seiner Waffe ausholte. Ich landete auf dem Boden in dem Moment, in dem das Schießen begann. Wenn ich richtig gezählt hatte, hatte ich es mindestens mit einem halben Dutzend vollautomatischer Waffen zu tun. Ich hielt den Atem an und begann vom Kampf davonzukriechen. Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, war, dass ich auf dem Boden eines fahrenden Fahrzeugs aufgewacht bin. Meine Seite schmerzte furchtbar und ich erinnerte mich an all den Scheiß, den mein Körper diese letzten Tage durchgemacht hatte. Ich lag auf dem Rücken, als ich zu mir kam und setzte mich gerade hin. Wie zum Teufel bin ich hierher gekommen? Der Van schaukelte hin und her, als wir fuhren. Es gab hier hinten keine Fenster, nur Sitzbänke an den Wänden und 5 schwer bewaffnete Männer in Tarnanzügen und taktischer Ausrüstung. Vor mir stand ein 6. Mann. Nur hatte er keine Waffe, keinen Helm und keine Ausrüstung. Er trug ein hellbraunes T-Shirt und Jeans und als er sah, dass ich wach war, lächelte er und sagte: Er ist wach. Gut. Willkommen zurück. Wo bin ich? Ich griff instinktiv nach meiner Seite, fand aber nichts als ein leeres Holster. Einer der bewaffneten Männer legte eine feste Hand auf meine Schulter. Das war wohl seine Art zu sagen: Immer mit der Ruhe und keine plötzlichen Bewegungen. Keine Sorge, Sie sind jetzt in Sicherheit, sagte der Mann in Jeans. Das ist nicht das, wonach ich gefragt habe, erwiderte ich. Wer seid ihr? Wir beobachten Sie schon eine Weile, Detective. Sie haben Glück, dass wir aufgetaucht sind, als wir es taten. Das ist es. Ich werde endlich den Mann hinter den Kulissen treffen. Wo ist Vanessa? Fragte ich. Wow, warf der Typ zurück. Sie haben wirklich keine Ahnung, was los ist, oder? Ich weiß genug. Ich weiß, dass du Teil einer zwielichtigen Organisation mit Einfluss und Macht bist. Ich weiß, dass du an etwas Großem arbeitest und bereit bist zu töten, um es unter Verschluss zu halten. Und ich weiß, dass meine Nichte irgendwie beteiligt war. Ich zeigte damit meine Karten, aber es war mir egal. Sie haben mich auf frischer Tat erwischt und selbst wenn ich mich dumm anstellen würde, gab es keine Chance, dass sie mich mit einer Warnung davonkommen lassen würden. Ich weiß auch, dass du für das verantwortlich bist, was in dieser Stadt passiert. Das Verschwinden, die Telefonate von den Toten, das Wetter. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß das. Lassen Sie mich mal hier unterbrechen, unterbrach er. Sie blamieren sich gerade selbst, denn nicht ein Teil davon war korrekt. Ja, hier geht etwas vor sich, aber wir sind nicht Teil davon. Wir haben Vanessa nicht entführt. Wir versuchen seit Jahren herauszufinden, wer oder was eigentlich für all das verantwortlich ist. Blödsinn. Du wirst mir erzählen, dass diese beschissene Kleinstadt zufällig 2 geheime paramilitärische Organisationen hat? Er lachte. Nein. Definitiv mehr als 2. Der Van machte eine scharfe Rechtskurve und ich begann Sekunden zu zählen. Ich konnte mir nicht sicher sein, wie lange ich bewusstlos gewesen war oder wie sie mich überhaupt ausgeschaltet haben, aber wenn ich es erstmal lebendig aus diesem Van geschafft hätte, könnte ich meine Schritte zurückverfolgen. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, Detective. Wie viel Zeit haben Sie an dieser Tankstelle verbracht? Ich meine, insgesamt. Weil es so aussieht, als hätten Sie dort tatsächlich geschlafen. Dieser Ort bringt Ihren Kopf durcheinander, wissen Sie? Die meisten Leute können es nicht länger als ein paar Stunden auf einmal dort aushalten. Ich ignorierte seine Frage und stellte meine eigene. Wenn ihr also nicht diejenigen seid, die Vanessa entführt und mich hier reingelegt haben, wer zum Teufel seid ihr dann? Sie können uns als eine interessierte dritte Partei betrachten. Ja, antwortete ich und schloss mich Spencers Worten von gestern an. Es scheint ziemlich viele von denen in dieser Stadt zu geben. Der Mann zog eine Waffe unter seinem Sitz hervor und richtete sie auf mich. Bevor ich mich bewegen konnte, packten die Männer zu meinen Seiten mich an den Schultern, drückten mich nach unten und hielten mich auf meinem Platz. Ich blickte auf die Waffe und erkannte sie als meine eigene Beretta. Du bist in der Armee? Fragte der Mann. Ich kannte diesen Kerl. Er war Ranger in der Armee. Du erinnerst mich an ihn. Nein, ich bin nicht aus der Armee. Der Mann nickte, dann starrte er auf den Boden, als ob er versuchte, sich zu entscheiden, was er als Nächstes sagen sollte. Der Van machte eine weitere Rechtskurve und ich startete meine Zeitzählung neu. Es ist schon seltsam. Du bist so vorsichtig, kontrollierst ständig deinen Rückspiegel, wechselst Autos, hast immer ein Ohr am Boden und trotzdem hast du das Ortungsgerät nicht gefunden, das sie in deiner Waffe versteckt hatten.
Keine Sorge, wir haben es rausgenommen. Sie haben keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Sie? Diejenigen, die tatsächlich deine Nichte entführt haben. Ich habe ihm diese Geschichte keine Sekunde lang abgekauft. Nach allem, was sie bisher unternommen hatten, um mich von der Spur zu bringen, war das ja nur der neueste aufwendige Versuch. Aber warum? Warum lässt du mich nicht einfach von diesem Ding töten und hast dann deine Ruhe vor mir? War das ein Test, um herauszufinden, wie viel ich weiß? Wie viel wusste ich? Wir haben versucht, sie zu finden, wenn das etwas zählt. Aber diese Kerle sind vorsichtig. Sie verwischen ihre Spuren, vermeiden jede Kamera, hinterlassen keine Fußspuren. Dann kamst du und sie wurden schlampig. Sie wurden frustriert. Und sie schickten einen Springer, um einen Bauern zu erledigen. Nichts für ungut. Oh, fick dich. Er fuhr fort. Wir haben endlich einen ihrer großen Jungs gefangen genommen. Und alles, was wir tun mussten, war, uns in ihr Ortungsgerät einzuklinken und dir zu folgen, bis es in Erscheinung trat. Also eine große Sache für uns. Der Wagen bog nach rechts. Sie fahren im Kreis. An diesem Punkt wusste ich, dass es zwei Möglichkeiten gab. Entweder sagte dieser Typ die Wahrheit oder er log. Und ich konnte mich nicht entscheiden, was schlimmer war. Aber trotzdem war eines klar. Ich musste aus diesem Van verschwinden, wenn ich am Leben bleiben wollte. Wenn sie fertig waren mit meiner Befragung, wäre ich nur ein weiteres loses Ende. Okay, sagte ich und versuchte Zeit zu gewinnen. Ihr seid die Guten. Du willst die andere Geheimorganisation ausschalten? Du musst mehr über sie wissen als ich, oder? Hast du schon mal vom Planet X gehört? Wissenschaftler wissen seit Jahren, dass es einen anderen Planeten gibt, weil sie die Auswirkungen sehen können. Jesus Christus, spricht jeder Mensch in dieser Stadt in Predigten. Sie wissen nicht, wie er aussieht oder gar wo er ist, aber sie wissen, dass er da ist. Diese Organisation, die wir verfolgen, ist riesig. Aber alles, was wir sehen, sind die Gravitationseffekte. Gravitationseffekte? Ist es das, was du das spurlose Verschwinden eines 18-jährigen Mädchens nennst? Er hielt die Waffe auf mich gerichtet und griff mit seiner freien Hand in seine Tasche, um ein Handy herauszuziehen. Während er einhändig tippte, sagte er, sie schickten einen der großen Jungs, um sie zu schnappen, nachdem sie die Tankstelle verlassen hatte. Wir haben versucht, sie einzuholen, das haben wir wirklich, und um ehrlich zu sein, dachten wir, sie sei tot. Bis sie am nächsten Tag zur Arbeit auftaucht, als wäre nichts passiert. Wir brauchten eine Weile, um zu erkennen, dass das Mädchen, das zurückgekommen war, nicht wirklich Vanessa Riggin war. Also habt ihr sie euch geschnappt, oder? Entführe die Doppelagentin zur Befragung. Darum dreht es sich doch bei dieser Geschichte, oder? Er drückte eine Taste am Telefon und hielt es mir entgegen, während ein Video abgespielt wurde. Ich erkannte sofort, dass es eine Luftaufnahme von Vanessa und Jamies Nachbarschaft bei Nacht war. Die Quelle muss eine Drohne gewesen sein, aber die Aufnahme war stabil und klar. Das ist die Nacht, in der sie offiziell verschwunden ist. Es war eine Weitwinkelkamera, aber ich konnte sehen, dass das Haus im Fokus war. Ich beobachtete, wie sich die Haustür öffnete und Vanessa in Jeans und einem gelben T-Shirt ruhig zum Rand ihrer Einfahrt ging. Sie blickte die Straße hinunter auf etwas, das zunächst außerhalb des Bildes war, aber dann sah ich es. Der Wagen des Sheriffs fuhr vor, hielt an und sie stieg auf den Beifahrersitz ein. Und dann fuhren sie weg. Was soll das? Was zum Teufel ist in dieser Stadt los? Bist du mit der Theorie der Taschendimension vertraut? Ein gleichmäßiges von irgendwo in der Ferne packte auf einmal unsere ganze Aufmerksamkeit. Ich erkannte sofort, dass es sich um Schüsse mit einem Maschinengewehr handelte, vielleicht 1,5 Kilometer oder so entfernt. Und ich konnte den Moment beobachten, in dem diese Erkenntnis über das Gesicht des Mannes huschte. Er sprang von seinem Sitz und schnappte sich ein Walkie-Talkie von irgendwo vorne im Wagen und rief hinein. Victor, komm! Wir hören Schüsse, ist das Paket sicher? Es gab keine Antwort vom anderen Ende des Funkgeräts, aber die Schüsse gingen weiter. Und dann hörten sie auf. Wir hielten alle den Atem an und warteten, bis der Mann den Fahrer anschrie. Dreh um, wir müssen ihnen helfen! Ich hätte keine bessere Ablenkung als das bekommen können. Ich sprang von meinem Platz, legte einen Arm um den Hals des Mannes und drehte ihn als menschlichen Schutzschild zurück zu den anderen Männern. Bevor er es wusste, hatte ich meine Beretta wieder und drückte sie gegen seinen Kopf. Du machst einen Fehler? Wir wollen dir nicht wehtun. Ich gehe das Risiko ein. Ich packte den Griff der Van-Tür, zog sie auf und sprang in das nasse Gras. Ich versuchte mein Bestes, um mich abzurollen, aber ich riss trotzdem meine Nähte auf und verletzte beide Ellbogen, bevor ich den Hügel hinunter in Richtung Wald rutschte. Ich konnte die Reifen des Van bis zum Anschlag quietschen hören, während ich mich aufrappelte und in die dichte Deckung der Bäume rannte. Ich verbrachte Stunden da draußen im Dunkeln und tat mein Bestes, um in Bewegung zu bleiben. Egal, was auch passierte. Ich konnte nicht wissen, ob sie mir folgen würden oder nicht, aber ich wollte kein Risiko mehr eingehen.
Schließlich traf ich auf ein Bachbett und folgte dem Strom aufwärts, bis ich eine alte Brücke erreichte. Dann brach ich unter ihr zusammen und schlief bis zum Morgen. Nach diesen wenigen, wertvollen Stunden der Ruhe begann ich, der Straße zurück in die Stadt zu folgen. Ich streckte meinen Daumen beim ersten Auto, das vorbeifuhr, raus, in der Hoffnung, dass ich zur Abwechslung mal Glück haben könnte. Und erstaunlicherweise hielt es an. Das Auto war ein neues Modell, ein glänzender roter Firebird, und die Fahrerin war die alte Frau, die ich aus meiner Kindheit kannte. Aggie Sistrunk. Sie erkannte mich nicht, sie war schon alt, als ich ein Kind war, und an dieser Stelle fragte ich mich, ob sie überhaupt weiß, welcher Tag heute war. Die alte Aggie bot mir einen Schluck ihrer Medizin an, während sie mich zurück in die Stadt fuhr. Ich habe höflich abgelehnt. Dann fragte sie mich, wohin es gehen sollte, und ich gab ihr die Adresse. Clyde kam erst gegen Mittag nach Hause, was mir viel Zeit gab, seine Speisekammer zu durchwühlen, meine Wunden zu reinigen und natürlich sein Haus nach Hinweisen zu durchsuchen. Bei letzterem ging ich leer aus, aber damit hatte ich bereits gerechnet. Falls er einer von ihnen war, wäre er nicht schlampig genug, um Beweise dafür in seiner Unterwäscheschublade zu hinterlassen. Nicht, dass es wirklich ein Falls mehr war. Ich habe ihn in diesem Video gesehen. Er war derjenige, der das Auto fuhr, das Vanessa in der Nacht, in der sie verschwunden ist, abholte. Ich hätte es früher merken müssen. Natürlich musste der Sheriff wissen, was los ist. Eine Operation dieser Größe kann nicht ewig unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden bleiben. Ich rechnete damit, dass er erst gegen später nach Hause kommen würde. Nichtsdestotrotz hielt ich mich bereit. Ich überraschte ihn in seiner Küche und ließ den Großteil der Zeit die Beretta reden. Hallo Sheriff. Schön, Sie hier zu sehen. Er wurde blass, aber er griff nicht nach seiner Waffe und kämpfte auch nicht. Ich hatte gehofft, dass er es nicht tun würde, aber war für alle Fälle vorbereitet. Glücklicherweise lief alles gut. Ich nahm ihm seine Waffe ab und brachte ihn in das Wohnzimmer. Es gab hier drin kein Fenster, keine Waffen und die Sitze waren weit genug auseinander angeordnet, dass ich ihm gegenüber sitzen konnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass er etwas versuchte. Als sein Arsch auf dem Sofa saß, goss ich ihm ein Glas seines teuersten Scotch ein und stellte es auf das Tischchen vor ihm. Professionelle Höflichkeit. Ich nahm meinen Platz auf dem Divan gegenüber am anderen Ende des Raums ein und brach die Stille. Ich muss davon ausgehen, dass Sie wissen, warum ich hier bin. Sie sind wahnsinnig. Vielleicht. Geben Sie sich mehr Mühe. Wir haben die Leiche im Kofferraum von Vanessas Auto gefunden. Ich weiß nicht, warum Sie das tun. Klar. Und ich bin der Kaiser von China. Was folgte, war eine weitere, schwere Stille. Ich konnte sehen, dass er etwas sagen wollte, aber er konnte sich nicht dazu durchringen, es zu tun. Das war für mich in Ordnung. Solange ich auf dieser Seite der Waffe war, machte es mir nichts auszuwarten. Schließlich brach er zusammen, nahm den Drink und leerte das ganze Glas in einem einzigen Zug. Dann sagte er: Nun, wie viel wissen Sie? So funktioniert das nicht, Clyde. Sie sagen mir, was Sie wissen. Ich hatte nichts mit Vanessas Entführung zu tun. Blödsinn. Du hast sie in der Nacht aufgegabelt, dass sie verschwand. Was? Nein, ich rede nicht von ihr. Ich rede von Vanessa. Das Mädchen, das ich in dieser Nacht abgeholt habe, war nicht mal... Er wischte sich und holte einen langen, schwermütigen Atemzug, bevor er weitermachte. Ich hatte sehr genaue Anweisungen, was ich tun sollte, wenn das jemals passiert. Anweisungen? Von wem? Sagen Sie mir, für wen Sie arbeiten, das Ganze wird bald vorbei sein. Er gab mir einen kalten Blick, den ich nie vergessen werde, und sagte: Danke für den Drink, Detective. Ich hätte klüger sein müssen. Ich werde mir nie verzeihen, dass ich so nachlässig war, dass ich ihn nicht gründlich abgetastet hatte. Inmitten all meiner Planungen war mir nie in den Sinn gekommen, dass er eine zweite Waffe haben könnte. Die Waffe in seinem Knöchelhalfter war eine PS1 Einzelschuss, eine Taschenschrotflinte. Bevor ich Nein schreien konnte, steckte er sich die Waffe in den Mund, fraß die Kugel und strich die Wände des Wohnzimmers neu. Himmel, Arsch und Zwirn! Mein Gehirn legte einen Gang zu. Warum sollte er es tun? Was soll ich jetzt machen? Was hat das zu bedeuten? Ich hatte keine Antworten, aber den überwältigenden Drang, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Das Handy in meiner Tasche begann zu klingeln. Roger rief an. Soll ich rangehen? Weiß er, was passiert ist? Kann er helfen? Ich ließ es klingeln, während ich die Optionen abwägte. Welche Option? Es gab keine Option. Verlass dieses Haus, stelle sicher, dass es keine DNA und keine Abdrücke von dir gibt. Verpiss dich oder du wirst zum Polizistenmörder abgestempelt. Ja, meine Möglichkeiten waren ziemlich begrenzt. Ich ging ans Telefon. Endlich! Ich dachte schon, Sie hätten mich erwischt. Roger, hör mir zu, ich stecke tief in der Scheiße. Ist diese Leitung sicher? Detective, das könnte die einzige Leitung in der ganzen Stadt sein, die nicht überwacht wird. Und ich kann dir garantieren, dass nur ihr zwei mithören. Ich muss dir zwei Dinge sagen. Der Sheriff ist tot und ich habe ihn nicht getötet.
Es gab eine so lange Pause, dass ich mich fragen musste, ob sich die Verbindung getrennt hatte. Endlich sagte Roger wieder was. Oh, das ist nicht gut. Wirklich. Kann ich davon ausgehen, dass du gerade beim verstorbenen Sheriff bist? Davon kannst du ausgehen. Dann musst du abhauen. Sofort. Das Geschnatter am Polizeifunk dreht nur um die Schüsse, die auf das Haus des Sheriffs abgefeuert wurden. Und das schon seit 10 Minuten. Verdammt! Ich rannte zur Haustür, blieb aber am Fenster stehen, als ich die blinkenden Lichter draußen sah. Ich drehte mich um und rannte zur Hintertür, schob sie auf und ging zum Zaun, aber bevor ich auch nur 2 Schritte machen konnte, war ich umzingelt. Jeder Deputy hat an diesem Tag Dienst, außer einer. Und es waren mehr Waffen auf mich gerichtet, als ich zählen konnte. Ich fiel auf die Knie, warf meine Hände hoch, schloss die Augen und bereitete mich auf das Unvermeidliche vor. Sie haben mich rabiat behandelt. Jemand drückte sein Knie gegen meinen Hals, während sie meine Arme hinter meinen Rücken verdrehten, um mit ihnen metallenen Freundschaftsbänder anzulegen. Ein Team von ihnen schleppte mich nach vorne und warf mich auf die Rückbank eines Streifenwagens. Sie ließen mich dort für eine Stunde lang schmoren. Die ganze Zeit über konnte ich nur an eines denken. Warum bin ich noch am Leben? Als sie endlich den Tatort untersucht hatten, wurde ich auf die Polizeiwache gebracht. Ich tat mein Bestes, um zu kooperieren, aber das hinderte sie nicht daran, mich gegen ein paar Wände zu knallen oder mir abwechselnd den ein oder anderen Hieb gegen meinen Rücken und Nieren zu verpassen. Für sie war ich ein Monster. Ich war weniger wert als Müll und sie nahmen mich mit zu der einzigen anderen Person, die so schlimm war wie ich. Der Zellentrakt war klein, dunkel und fensterlos. Nur groß genug für 2 Zellen und diese Zellen waren nur einfache Metallkäfige. Sie warfen mich in denjenigen, der näher an der Tür war und schlossen dann den Käfig hinter mir ab. Dann ließen sie uns allein da drin, schlossen die Tür zum Trakt und schoben den Riegel vor. Ich sah den Mann, der auf der anderen Seite der Metallstäbe stand. Der Mann, der in dem anderen Käfig gefangen war. Er lächelte und lachte mich von seinem Feldbett aus an der Wand an und sagte, »Du siehst wie ein Haufen Scheiße aus, Regan.« »Ja, es ging mir schon mal besser«, sagte ich. Spencer Middleton stand auf und ging zu den Gitterstäben hinüber, lehnte sich an sie und sagte, »Ich denke, du solltest etwas wissen. Es wird alles nur noch schlimmer werden.« Ich trat reflexartig einen Schritt zurück. Er hatte mich schon einmal überrumpelt und ich würde verdammt nochmal nicht nah genug an den Stäben stehen bleiben, dass er mich packen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch viel schlimmer werden kann. Ich bin jetzt seit einer Woche in dieser Zelle. Vertrau mir, es wird noch schlimmer werden. Er lächelte und kratzte die Narbe an seinem Hals. Ich nehme an, du wirst diese Gelegenheit nicht nutzen, um mir zu sagen, was zum Teufel los ist, oder? Ich sage dir, was passieren wird. Sie werden sich eine Geschichte ausdenken mit dir als Hauptcharakter. Genauso wie sie es bei mir getan haben. Sie werden den Leuten irgendeinen Mist verkaufen. Die Nachrichten werden den Mist aufkochen und die Leute werden den Mist fressen. Und du, irgendwann wirst du auch anfangen, es zu glauben. Sie werden dich alle anlügen, aber nicht dich. Ich werde dich nie anlügen. Willst du wissen, warum? Warum? Weil ich weiß, dass die Wahrheit viel schlimmer ist. Er gab ein weiteres, langes, selbstzufriedenes Lachen von sich und drehte sich um wieder zu seinem Bett zu gehen. Als er sich bequem gemacht hatte, fügte er hinzu, Hey, du und ich werden noch viel Spaß haben, Regan. Ich schaute auf das Feldbett in meiner Zelle. Es war nicht überwältigend, nicht groß genug für mich. Meine Füße und Ellbogen würden über die Kanten herausragen, aber es war besser, als auf dem Boden zu liegen. Im Moment klang die Idee, etwas Schlaf zu bekommen, ziemlich einladend. Ich wachte durch das Geräusch eines lauten Schlages gegen die Gitterstäbe meiner Zelle auf. Der Mann, der auf der anderen Seite neben der Zellentür stand, war derjenige, den ich am Tag zuvor in Handschellen vor der Eisenwarenhandlung liegen gelassen hatte. Der blaue Fleck über Franklins Kiefer hatte bereits ein ausgeprägtes Tiefviolett angenommen, und ich muss zugeben, dass ich ein wenig stolz darauf war. Ich konnte das Ding sehen, mit dem er mich geweckt hatte. Ein Schlagstock in seiner rechten Hand. Zweifellos war er an der Reihe, seine Rache zu nehmen. In Ordnung, bringen wir es hinter uns. Hallo Deputy, sagte ich, stand auf und wurde sofort daran erinnert, dass mein Körper voller Quetschungen und blauer Flecke war. Wäre es eine Option gewesen, wäre ich vielleicht einfach liegen geblieben, bis der Richter sein Urteil gefällt und sie mir eine Nadel in den Arm gesteckt hätten. Es ist Zeit für deinen einen Anruf, sagte Franklin unemotional. Er führte mich den Flur hinunter in einen anderen kleinen Raum und ich war mir ziemlich sicher, dort eine weitere Runde Prügel einzustecken, aber schockierenderweise gab es nur einen kleinen Tisch und ein Schnurtelefon, von dem der Hörer abgenommen daneben lag. Franklin schloss die Tür ab und nickte dem Tisch zu. Was ist hier los?
Ich näherte mich dem Tisch und wartete gespannt auf eine Art Falle, aber keine schnappte zu. Als ich mir sicher war, dass Franklin mir mit seinem Schlagstock nicht den Schädel aufschlagen würde, streckte ich die Hand aus, packte den Telefonhörer und legte ihn an mein Ohr. »Hallo?« sagte ich. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war traurig und müde, aber vertraut. »Detective, es tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Ich habe jeden anderen Plan ausprobiert, den ich mir vorstellen konnte. Aber ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen die nukleare Option wählen. Oder wir verlieren alle.« Es war Roger. »Die Sache ist die. Nun, ich bin mir sicher, du hast es dir bereits gedacht.« »Ich werde diesen Ort nicht lebend verlassen.« »Es tut mir leid.« »Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass ich es so weit geschafft habe.« »Erinnerst du dich an unsere Vereinbarung? Ich würde dir helfen. Und dafür wollte ich einen Gefallen. Nun, das ist er. Ich rufe zu meinen Gunsten an. Also, bist du bereit? Das ist der Hammer.« Franklin zog seine Waffe und ich blickte schnell durch den Raum nach etwas, mit dem ich mich verteidigen konnte. Aber dann überraschte er mich, drehte die Waffe um und streckte sie mir hin. Er sagte mit Stirnrunzeln, »Lass es realistisch aussehen.« Ich schnappte ihm die Waffe weg. »Was ist hier los?« fragte ich. Roger antwortete, »Dein Deputy-Freund hier schuldet mir einen Gefallen. Und jetzt? Nun, du weißt, was zu tun ist. Versuch, ihn nicht allzu sehr zu verletzen.« Franklin schloss seine Augen und ich schwang die Waffe fest und schlug ihn damit ins Gesicht. Es spritzte Blut über den ganzen Boden und der fiel um. »Gut«, sagte Roger. Ich weiß nicht, wie er mich hätte sehen können, aber zu diesem Zeitpunkt war das mir egal. »Hör mir genau zu, Detective. Es ist dein Zug. Ich weiß, dass du weißt, wie man das Ding benutzt. Es gibt nur einen Weg, wie diese Geschichte mit etwas endet, das im Entferntesten einem Happy End ähnelt. Du musst jetzt in diese Zelle gehen und Spencer Middleton eine Kugel in den Kopf jagen. Keine halben Sachen. Du musst ihn töten.« »Warum?« fragte ich. »Sie brauchen ihn. Ich bin sicher, dass du die ganze Sache inzwischen aufgedeckt hast. Die Invasion. Spencer ist der Einzige, der weiß, wo er die Zutaten findet, die sie zum Aufbau ihrer Armee brauchen.« »Sag mir nur eine Sache. Lebt Vanessa noch?« »Es tut mir leid, Eric.« Ich legte den Hörer auf. Das war genug. Werde ich das wirklich tun? Was sollte ich sonst tun? Franklins Waffe nehmen und mich aus dem Revier des Sheriffs schießen? Nein. Ich war erledigt. Das Einzige, was ich tun konnte, war dafür zu sorgen, dass mein Tod etwas zählte. Und es gab keine Person auf diesem Planeten, von der ich sagen könnte, dass sie eine Kugel zwischen den Ohren mehr verdienen würde als Spencer fucking Middleton. Aber sollte ich wirklich derjenige sein, der buchstäblich den Abzug drückt? Ich nahm Franklins Schlüssel, öffnete die Tür und schaute hinaus. Es war ein gerader, leerer Flur. Auf der einen Seite der Weg durch die Station, voll mit wütenden Männern mit Waffen. Auf der anderen Seite der Zellentrakt. Ich konnte meinen Herzschlag in den Ohren pochen hören, als ich allein zurückkehrte und den Schlüssel in das Schloss steckte. Spencer starrte mich direkt an, als ich die Tür öffnete, als hätte er auf mich gewartet. »Sieh dich an«, sagte er. »Sie haben dich zu ihrer kleinen Schlampe gemacht, was?« »Dreh dich um«, befahl ich. Er weigerte sich wegzuschauen, als er sagte, »Lass mich dir etwas sagen. Wenn du mich töten willst, solltest du besser nicht daneben schießen.« Spencer hatte das Ganze erwartet. Ich lud Franklins Waffe durch und bereitete mich darauf vor, das zu tun, was ich tun musste. Spencer war Teil dieser Verschwörung und sein Tod würde diejenigen treffen, die Vanessa entführt hatten. Was zum Teufel war das? Jemand schoss im Gebäude. Ich drehte mich um und blickte wieder den Flur hinunter. »Was haben wir denn da?« spottete Spencer von hinten. »Sieht so aus, als müsstest du vielleicht deine Munition sparen.« Die Schießerei ging weiter. Dutzende Schüsse. Da draußen, hinter diesem Flur, gab es ein richtiges Feuergefecht. Es wurde immer mehr und dann... nichts. Die Tür am anderen Ende des Flurs wurde aus den Angeln gerissen und ein großer Teil der Wand flog gleich mit. Das Monster war hier. Sein Vorschlag kam er in der Hand und diesmal war es nicht allein. Hinter ihm waren zwei weitere Kreaturen, genauso groß und erschreckend. Ihre Körper sahen alle gleich aus. Ihre Kleidung, ihre Größe und ihr erbärmlicher Geruch, aber die Köpfe der anderen beiden waren unterschiedlich. Einer hatte ein etwas menschliches Gesicht, keine Haare, keine Ohren, keine Nase und keine Lippen.
Seine Haut war weiß, sein Kopf war zu einer ungewöhnlichen Größe angeschwollen, seine Augen waren rot und quollen hervor. Der Kopf des Dritten war kaum mehr als ein Schädel, der mit roten und rosa nässenden Geschwüren bedeckt war. Eine Augenhülle war leer, die andere hielt ein einziges blutunterlaufenes Auge. Sein Mund bestand nur aus roten Knochen und war zu einem Lächeln verzogen. Zu ihren Füßen lagen die Körper mehrerer Deputies. Ich richtete die Waffe auf sie und feuerte. Klick, klick, klick. Ich habe immer wieder abgedrückt, aber... Hurensohn. Franklin hatte mir nur eine Kugel gegeben. Ich schlug die Tür zum Zellentraktion und durchsuchte den Bereich nach Waffen, aber natürlich war da nichts. Ohne überhaupt nachzudenken, stieg ich in den leeren Käfig, schloss die Tür hinter mir und schloss sie ab. Es dauerte nicht lange, bis sie die zweite Tür aufbrachen. Die Kreaturen traten in den Raum, ihre Köpfe berührten fast die Decke, als sie alle drei hineinstürmten und direkt an mir vorbei zu Spencers Zelle gingen. Er näherte sich ihnen mit einem breiten Lächeln und sagte, »Warum zum Teufel habt ihr so lange gebraucht?« Sie packten die Tür zu Spencers Zelle und zogen. Das Metall verbog sich und riss an den Scharnieren und dann plötzlich war Spencer Middleton frei. Die Kreaturen traten zurück, um ihm Platz zu machen, damit er an ihnen vorbeigehen konnte. Als er den Raum verließ, sah er mich an und sagte, »Wir sehen uns!« Ich stand in der Ecke und beobachtete die Monster, als sie ihm aus der Tür folgten. Sie waren nicht für mich da und jetzt, da sie hatten, was sie wollten, gingen sie wieder. Ich wartete dort in der Zelle und starrte auf die Tür, bis ich es nicht mehr aushalten konnte und rannte auf die Toilette in der Ecke, um mir die Eingeweide aus dem Leib zu kotzen. Ich hatte versagt. So richtig versagt. Und jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand dieses Blutbad fand und mir das Ganze in die Schuhe schob. Ich habe noch die Schlüssel, ich könnte weglaufen. Schnapp dir Jamie und flieh nach New Orleans. Such einen guten Anwalt oder tauche eine Weile unter. Es gab keine Chance mehr auf Gerechtigkeit. Ich hatte den Krieg verloren und jetzt musste ich einen strategischen Rückzug antreten. Ich spuckte ein letztes Stück in die Toilette und spülte. Mit den Bildern des Blutbads und der Monster noch frisch im Gedächtnis versuchte ich, meinen Plan auszuarbeiten. Der nächste Teil würde schwer werden, aber ich musste da jetzt durch. Kletter über die Leichen, finde eine mit Autoschlüsseln, klaue schon wieder ein Auto. Hey, Detective! Ich drehte mich um diesen Psychopathen zu sehen, der dort allein auf der anderen Seite der Gitter stand. Was? Warum ist er zurückgekommen? Meine Worte blieben mir im Hals stecken, aber es schien ihm nichts auszumachen, das Gespräch zu führen. Sieht aus, als ob dir etwas, das du gegessen hast, nicht bekommen müsst, was? Hey, bevor ich gehe, wollte ich dich noch etwas fragen. Er streckte seine Hand zwischen die Stäbe, als ich sah, was er in ihr hielt, fühlte ich, wie mir ein kalter Schauer über den Rücken lief. Falls du interessiert bist, mein Angebot liegt doch auf dem Tisch. Was sagst du dazu? Willst du wissen, wo du sie findest? Dieser Wichser war mit einer Zange zurückgekommen. Ich durchquerte die winzige Zelle, wo er stand, streckte die Hand aus und nahm ihm die Zange ab. Er lächelte ein bösartiges Lächeln und ich blickte auf das Werkzeug in meiner Hand. Lass ihn nicht sehen, dass du zuckst. Ich fuhr mit der Zunge über meine Zähne und versuchte zu entscheiden, welchen ich am wenigsten vermissen würde. Die Wahl fiel auf einen meiner oberen Prämolaren und ich steckte die Zange in meinen Mund. Ich kann immer noch das Gefühl spüren, als er das Metall meinen Zahn berührte. Die Art und Weise, wie der Schmerz meinen Nerv hochschoss, als ich am Zahn zog, daran wackelte und versuchte, ihn irgendwie frei zu bekommen, während Spencer fast an seinem eigenen Lachen erstickte. Als er sich endlich von meinem Kiefer löste, floss eine Menge Blut. Ich spuckte einen Mund voll auf den Boden und legte meinen Zahn in Spencers ausgestreckte Hand. Dann riss ich mir ein Stück Stoff vom Ärmel und biss darauf, um die Blutung zu stoppen, während Spencer meinen Zahn wie einen Diamantenprüfer inspizierte. Als er zufriedengestellt war, sagte er mir, wo ich Vanessas Leiche finden würde. Ich ging zur Tankstelle und sah aus und fühlte mich wie Scheiße. Ein kurzer Blick hinein sagte mir, dass gerade keine Kunden da drin waren. Hinter dem Tresen saß Jack und tippte auf seinem Laptop. Toulouse lehnte sich auf die Theke neben ihm und las eine Zeitschrift. Als sie mich sahen, hörte ich Jack sagen, »Sieh dir das an! Der Detektiv ist noch am Leben!« Toulouse nickte und sagte, »Ja, schau, wie er das durchsteht! Gut für ihn!« bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf das Magazin richtete. Mein Magen drehte sich um und ich ging direkt zum Klo, wo ich anfing, trocken in das Waschbecken zu spucken. Wenn noch etwas in meinem Magen gewesen wäre, hätte ich es dort verloren. Wie soll ich das überhaupt machen? Ich sah mein Spiegelbild an und bemerkte, dass der als Cowboy gekleidete Mann in der Ecke hinter mir stand. Ich drehte mich um und schrie ihn an. Was zum Teufel? Wer zum Teufel bist du überhaupt, Mann? Glücklicherweise trug er diesmal alle seine Kleider, einschließlich eines roten Kopftuchs um den Hals und eines Cowboyhuts. Mit einem schiefen Lächeln streckte er mir einen Kugelhammer hin und sagte mit ruhiger Stimme, »Triff gute Entscheidung!« Ich kann nicht erklären, warum, aber dieser seltsame Satz gab mir ein Gefühl der Ruhe und half mir, mich zu konzentrieren.
Ich nahm den Hammer, dankte ihm und verließ die Toilette. Die Wand hinter dem schwarzen Brett. Dort wirst du sie finden. Ich schlug mit dem Hammer ein riesiges Loch in die Wand der Tankstelle. Und Jack und Toulouse wirkten nicht ansatzweise überrascht genug von dieser Aktion. Ich schwang weiter und machte das Loch immer größer und hörte erst auf, als die Wand weg war und die vertrocknete, verschrumpelte Leiche eines jungen Mädchens im Innern zum Vorschein kam. So wie es aussah, war sie schon lange tot. Ihre Haut war grau geworden und ihr Gesicht war nicht mehr zu erkennen, aber ihre Kleidung sah immer noch sauber und neu aus. Ein paar Blue Jeans und ein gelbes T-Shirt. O'Brien war die erste vor Ort. Sie schrieb den offiziellen Bericht, den ich mir ein paar Wochen später ansah. Ein unbekannter Mann sei in die Tankstelle gekommen, habe ein Loch in die Wand gerissen und die Leiche eines jungen, vermissten Mädchens entdeckt. Die Leiche war postmortem ausgeblutet worden, was wahrscheinlich für die beschleunigte Mumifizierung verantwortlich war. DNA-Proben und Zahnuntersuchungen bewiesen eindeutig, dass dies der Körper von Vanessa Riggin war. Aber ich wusste die Wahrheit. Das war nicht meine Nichte. Spencer war sehr clever in der Art und Weise gewesen, wie er sein Angebot formuliert hatte. Hey, Jack, ich sage dir, wo du die Leiche eines bestimmten Mädchen finden kannst. Er hatte die ganze Zeit über die Doppelgängerin geredet. Es gab eine Beerdigung, aber weder Jamie noch ich machten uns die Mühe hinzugehen. Ich habe etwas Geld besorgt und das Kind aus der Stadt gebracht. Ich werde nicht sagen, wo er ist, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass er jetzt an einem sicheren Ort befindet. Dass er sich jetzt an einem sicheren Ort befindet. Was meine rechtlichen Probleme betrifft, so sind sie eigentlich von selbst verschwunden. Ein letztes Abschiedsgeschenk von den Verantwortlichen vielleicht. Außerdem ist es schwer, jemanden zu verhaften, der den Sheriff getötet hat, wenn der Sheriff nicht tot ist. Ja, ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Nachricht von O'Brien erhalten. Clyde taucht am nächsten Tag bei der Arbeit auf und jeder hat beschlossen, so zu tun, als hätte er sich nie einer Amateur-Hirnoperation unterzogen. Tatsächlich gibt es keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass jemand in dieser schönen, kleinen, ruhigen Stadt gestorben ist, während ich dort war. Ich hatte mich fast selbst davon überzeugt, dass das Ganze eine stressbedingte Illusion gewesen war, aber gestern bekam ich ein Paket per Post in meinem Büro ohne Absender. Das Einzige, was drin war, war Donnys alte braune Jacke. Dann bekam ich gestern einen Anruf. Hey, Onkel Eric? Es war die Stimme eines Mädchens. Ja, hier spricht Eric. Weißt du, wer ich bin? Vanessa. Sie haben mir gesagt, dass ich für eine Sekunde mit dir reden kann. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Eine Art Krankenhaus, glaube ich. Was ist das denn? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Mann, der mit dir reden will. Nein, Vanessa, gibt nicht... Hey, Detective. Sie hatte das Telefon weitergegeben und ich erkannte seine Stimme sofort. Spencer, was willst du? Ich? Ich will nichts. Ich dachte nur, ich lasse dich wissen, dass sie sich trotz all meiner Einwände wirklich gut um Vanessa kümmern. Bitte, ist es das, was du hören willst? Du willst, dass ich bettle? Bitte tu ihr nicht weh, lass sie einfach gehen. Dafür ist es zu spät. Selbst wenn sie jetzt nach Hause gehen würde, gibt es keine Möglichkeit, dass jemand jemals glauben würde, dass sie die echte ist. Sogar du, im Moment hast du deine Zweifel, nicht wahr? Die Grenze zwischen dem, was real ist und dem, was nicht, ist so sehr verschwommen, dass es genauso gut keine mehr geben könnte. Und das ist es, was sie wollen. Sie wollen, dass du an deinen eigenen Augen zweifelst. Sie wollen, dass du dich fragst, wer echt ist und wer ersetzt wurde. Weil das ein Teil des Angriffs ist. Wenn du der Person neben dir nicht vertrauen kannst, werden sie wissen, dass sie bereits gewonnen haben. Es ist eine schöne neue Welt, Detective. Und wenn ich dich jemals wiedersehe, werde ich dich lebendig häuten. Die Leitung wurde getrennt. Ich habe versucht, die Nummer zurückzuverfolgen, aber selbst mein Computertyp hat mir gesagt, dass es eine Hightech-Sackgasse ist. Es ist jetzt schon Monate her, dass ich angefangen habe, nach meiner vermissten Nichte zu suchen und ich habe diese Zeit genutzt, um mich vorzubereiten. Wenn ich das nächste Mal in diese Stadt zurückkehre, bin ich bereit. Ich werde mich nicht wieder kalt erwischen lassen. Und wenn ich sie endlich finde, werden die Verantwortlichen dafür bezahlen. Spencer ist kein komplizierter Kerl. Ich hatte seine Botschaft klar und deutlich verstanden. Es klang wie eine Warnung, aber das war es nicht. Es war eine Einladung.